Bundeskanzler Olaf Scholz hat Israel in seiner Regierungserklärung heute noch einmal Solidarität zugesichert und ein hartes Vorgehen gegen antisemitische Hetze in Deutschland angekündigt, ausdrücklich auch gegen Unterstützer der Hamas. Das Treffen mit dem Emir von Katar, dessen Regime den Terror seit Jahren mitfinanziert, wollte Scholz dennoch nicht absagen. Und daran gab es Kritik von Seiten der Opposition im Bundestag. Ansonsten herrschte aber große Einigkeit. Es ist ein starkes Zeichen der Solidarität mit Israel. Einstimmigkeit, das ist selten. Alle Parteien erklären sich solidarisch mit Israel, beschließen einen gemeinsamen Antrag. Und wir sagen in aller Klarheit, Israel hat das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich und seine Bürgerinnen und Bürger gegen diesen barbarischen Angriff zu verteidigen. In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz. Den Platz an der Seite Israels. Das meinen wir, wenn wir sagen, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Selbst die größte Oppositionsfraktion hat an diesem Tag das Opponieren eingestellt, statt scharfer Gegenrede Emotionen. Als Familienvater kann ich den unermesslichen Schmerz, den Familien in ganz Israel, aber auch bei uns hier in Deutschland, die nahe Angehörige oder Freunde verloren haben oder um deren Leben sie bangen. Wir alle können diesen Schmerz nur erahnen. In dem Antrag heißt es, auch Deutschland werde für den Schutz von jüdischen Menschen sorgen, antisemitische Hetze nicht dulden. Eine erste Maßnahme? Das Bundesinnenministerium wird ein Betätigungsverbot für die Hamas in Deutschland erlassen. Ein Verein wie Samidun, dessen Mitglieder brutalste Terrorakte auf offener Straße feiern, wird in Deutschland verboten. Genau das war am vergangenen Samstag passiert, dem Tag, an dem hunderte Menschen in Israel brutal ermordet wurden. Samidun hat in Berlin ein antisemitisches Treffen organisiert. Nach der Regierungserklärung ging es für den Kanzler weiter zu einem umstrittenen Treffen mit dem Emir von Katar. Der Golfstaat gilt als Unterstützer der militant-islamistischen Terrororganisation Hamas und Gaslieferant. Der Kanzler wollte sich rechtfertigen, er spreche in dieser angespannten Situation auch mit Ägypten und der Türkei. Es wäre unverantwortlich, in dieser dramatischen Lage nicht alle Kontakte zu nutzen, die helfen können. Katar zählt der Kanzler offenbar dazu. Ja, und genau daran entzündet sich Kritik. Und die kommt unter anderem von der Unionsbundestagsabgeordneten Gitta Connemann. Ich grüße Sie. Hallo, guten Abend. Frau Connemann, der Kanzler sagt ja, wir brauchen Katar als Vermittler, zum Beispiel bei der Befreiung der Geiseln aus den Händen der Hamas. Sehen Sie das anders? Es gibt halt einen bitteren Beigeschmack, wenn morgens im Bundestag die Solidarität mit Israel beschworen wird und eine unverbrüchliche Solidarität auch zugesagt wird und mittags dann ein Lunch stattfindet mit einem der größten Finanziers der Hamas, denn das ist Katar. Katar gibt nicht nur Milliarden an die Hamas, sondern gewährt ja auch Kommandos in Katar Asyl. Und vor diesem Hintergrund findet dieses Treffen, das ja eigentlich anlässlich des Geburtstages diplomatischer Beziehungen stattfinden sollten, zu einem vollkommen falschen Zeitpunkt statt. Wenn dann nicht in diesem großen Rahmen. Es wäre besser gewesen, dies in kleinerem Rahmen hätte stattfinden zu lassen und dann in aller Deutlichkeit auch die Kataris in die Verantwortung zu nehmen. Sie müssen dafür sorgen, mit ihren Kontakten, dass die Geiseln befreit werden. Und sie müssen sich erklären, wie lange sie auch noch den Finanzhahn an die Terroristen öffnen wollen. Also Scholz hat ja immerhin gesagt, dass er da auch ganz offen drüber mit dem Emir gesprochen habe. Die Frage ist natürlich, was soll die Bundesregierung jetzt mit Katar machen? Wir wissen ja, dass Katar auch aus energiepolitischen Gründen zum Beispiel nicht verprellt werden soll. Das müsste Sie als Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion auch beschäftigen, oder? Das ist immer die Frage, was duldet man auch im Namen der Wirtschaft beispielsweise? Es geht ja nicht nur um Gas aus Katar, sondern auch um relevante Beteiligungen von Katar. Denken Sie an Hapag-Lloyd, die Deutsche Bank, VW und so weiter und so fort. Katar ist in großem Umfang an deutschen Unternehmen beteiligt.
Aber die Frage ist, darf vor diesem Hintergrund die Solidarität zurückstehen? Meine klare Antwort ist nein. Das wird am Ende in einem Appeasement enden. Und was Appeasement bedeutet, hat der Zweite Weltkrieg gezeigt. Zu glauben, dass man Terroristen in irgendeiner Form beruhigen kann oder auf einen guten Kurs bringen kann, ist ein furchtbarer Fehlglaube. Ja, also man muss natürlich auch dieses konkrete Ziel jetzt schon vielleicht im Auge haben, dass es jetzt erstmal um diese Befreiung der Geiseln geht und alles, was vermittelnd möglich wäre, muss natürlich auch genutzt werden. Also wenn ich Sie recht verstehe, das denke ich, diese Tür muss ja schon offen gehalten werden. Aber die andere Frage, haben Sie natürlich jetzt auch angesprochen, muss man mit Regimes Klartext sprechen oder eben sogar Kontakt abbrechen? Da sind ja auch andere noch betroffen, wie Saudi-Arabien. Man muss Klartext sprechen. Also natürlich muss jede diplomatische Brücke aufrechterhalten werden. Bitte nicht missverstehen. Und es ist richtig, dass der Bundeskanzler die Chance des Gesprächs mit Katar nutzt, um etwas für die Freilassung der Geiseln zu tun. Denn ihr Leben ist zu höchst gefährdet. Die Frage ist, in welchem Rahmen findet es statt? Mache ich the same procedure as every year und gebe einen roten Teppich, wie er heute stattgefunden hat? Oder versuche ich tatsächlich auf einem kleineren diplomatischen Wege zu agieren, wie es ja die Israelis auch tun, auch mit der palästinensischen Autonomiebehörde? Es gibt Kontakte und Kontakte müssen bis zum Schluss möglich sein. Die Diplomatie ist das tatsächlich Parkett, das bis zum Schluss beschritten werden muss, aber ja. Diplomatie eben im hinteren Zimmer und nicht auf dem roten Teppich. Eine wichtige Denkanregung. Gitta Konnemann, ich bedanke mich.